Anfang November bis ein Tag vor Buß- und Bettag unsere Herbstrevision. Und dort stellen wir unseren ganzen Fahrbetrieb auf Winterbetrieb um. Das heißt, wir müssen an den Kabinen komplette Räder wechseln, das heißt Gummiräder drauf, und hinten und vorne kommen zwei Stollenrollen drauf, um das Eis im Winter vom Seil abplatzen zu lassen. Dann werden natürlich Reinigungsarbeiten gemacht, Kontrollarbeiten gemacht. Wir werden die Kabine mit Wachs, damit sie schonend für den Winter ist, und natürlich die ganzen Beschilderungen auf Winterbetrieb umstellen. Und zum Schluss machen wir dann noch die letzten Tage eine Abseilübung für das ganze Personal, damit wir dort auch wieder fit sind. Und natürlich einen großen Sicherheitscheck, damit für den Winter alles gerüstet ist. Die Schwebebahn ist zum einen als öffentliches Verkehrsmittel deklariert. Das heißt, wir könnten eigentlich auch nach der Herbstrevision wieder den Fahrbetrieb aufnehmen. Aber da ja keine touristischen Reisen erlaubt sind, gehe ich mal davon aus, dass auch nicht viel Gästeaufkommen hier an der Bahn zu erwarten ist. Und deswegen werden wir davon auch wahrscheinlich auch Gebrauch machen und die Herbstrevision oder die Schließzeit noch etwas verlängern. Wenn natürlich die Temperaturen passen, dann werden wir auch mit der maschinellen Beschneiung beginnen, um natürlich schon die Grundlage zu schaffen für einen ordentlichen Skibetrieb hier am Wichtelberg. Natürlich müssen wir auch dort die ganzen Hygienekonzepte nochmals überarbeiten, in gewissen Sachen anpassen und dann, wenn der Skibetrieb losgeht, natürlich auch dort konsequent auf Umsetzung unseres Hygienekonzeptes achten.